Vögel, herzlich willkommen, lieber Rüdiger. Das zweite Mal schon in diesem Jahr. Ich bestand mich für euch. Du bist nicht nur Stammgast hier, sondern du bist die Polizeipräsidentin. Präsenz. Die Gladbeck. Bitte, warf mich ja schon gar nicht mehr mit dem Fahrrad und die Innenstadt. Und ich muss da jetzt nochmal ein Lob aussprechen. Ja, das muss ich jetzt nicht auf der Säule aber live zu fahren. Weil ich ja nicht mehr Fahrrad durch die Stadt fahre, sondern weil du wirklich in deinem Revier präsent bist und immer wieder an jeder Ecke zu sehen bist. Und ich freue mich auch, Oliver, dass wir dadurch auch eine ganz andere Verbindung auch zur Polizei haben. Alle 3 Minuten wird in Deutschland irgendwo eingebrochen. Wenn Sie überlegen, das ist eine ganze Menge. Und da haben wir pro Tag viele Einbrüche. Um das zu verhindern, ist der beste Schutzmann auf der Straße, wenn wir nicht da sind, weil wir zum Beispiel in Bottrop sind, weil wir nicht überall sein können, ist eigentlich Ihr Nachbar. Ihr Nachbar ist echt definitiv genau der, der Ihnen helfen kann. Genauso wie Sie Ihrem Nachbarn helfen können. Wenn Sie einfach nur überlegen, der Nachbar geht weg, lässt sein Fenster aufgehen. Sie haben die Möglichkeit, mache ich ihn auch aufmerksam. Oder ich denke selber an mein eigenes Fenster. Ich muss meine Fenster schließen. Ganz simple Sachen. Sie gehen nur zum Bäcker rüber, kommen zurück. Das dauert vielleicht eine Viertelstunde. Ihre Wohnung ist leer, wenn Sie im Badezimmer Ihr Fenster aufkippen lassen. Also ich als Nicht-Einbrecher mache Ihre Fenster, wenn Sie es auf Kipp lassen, innerhalb von 30 Sekunden auf und bin in Ihrer Wohnung drin. Das können Sie nicht sichern. Wenn Sie es auf Kipp lassen, ist es auf, so gut wie sperrangelweit auf. Müssen wir uns nichts vormachen, das ist keine Sicherung. Sie müssen es richtig schließen. Dann haben wir Probleme, beziehungsweise der Einbrecher. Das Wichtige bei dem Einbrecher ist, der will schnell bei Ihnen rein. Also machen Sie ihm das so schwer wie möglich. Das fängt mit ganz banalen Sachen an. Räumen Sie Ihre Leiter im Garten weg. Ja? Schauen Sie einfach mal, was Sie in Ihrem Garten haben. Mülltonnen, Leitern, Stühle, die Sie jetzt alle da im Winter ein bisschen zur Seite geschüttet haben, aber die sind da. Und Sie bauen dem Einbrecher damit ein richtiges Haus und sagen, komm rein, ich helfe dir noch, hier ist eine Leiter. Auch im ersten Stock. Ja? Weil wenn Sie überlegen, Sie haben vielleicht noch ein Gartenbräuchchen an der Seite, man kommt auch ins erste Stockwerk rein. Seien Sie nicht so blauäugig und denken, erster Stock, da kommt doch keiner rein. Auch im ersten Stock. Wenn Sie im 15. wohnen, da brauchen wir uns nicht unterhalten, da kommt keiner rein. Aber im ersten, da kommt immer rein. Vor allem, wenn Sie solche Sachen mal noch liegen lassen. Das ist also ganz, ganz einfach. Ja. Deswegen grundsätzlich Wohnung verschließen. Was natürlich auch wichtig ist, wenn Sie in einem Haus wohnen mit 5, 6 anderen Leuten. Tun Sie sich den Gefallen und stellen Sie sich einfach bei Ihren Nachbarn vor. Ich weiß, Nachbarschaft ist manchmal schwierig. Das sind oft unsere Einsätze, wo wir wegen Nachbarschaftsknatsch hinfahren und weil der ein bisschen blöd ist und der kann nicht leiden und der macht immer Krach. Aber im Grundsatz, wenn Ihr Nachbar weiß, dass Sie nicht zu Hause sind und Sie wissen, dass Ihr Nachbar nicht zu Hause ist, da steht einer vor der Tür und denkt, er schellt und Sie wohnen im 3. Stock, Postbote. So, den drücken Sie auf, weil Sie denken, der ist halt für mich. Das ist nicht der Postbote. Das ist nämlich der Einbrecher. Der schellt irgendwo, kommt ins Haus rein und bricht den See irgendwo oben oder unten die Wohnung auf und Sie denken, wo bleibt der Postbote denn? Warum kommt der denn nicht zu mir? Warum sehe ich den denn nicht? Ja, weil nicht der Postbote war. Ganz einfach. Wenn Sie eine Gegensprechanlage haben, vergewissern Sie sich, schauen Sie aus dem Fenster, ist das der Postbote oder ist das der Pizzabote? Oder ist es irgendeiner, der Ihnen nichts Gutes will, der einfach nämlich Ihre Wohnung und Ihre Werte will. Ganz wichtig. Ja? Sie müssen sich ja, äußerst skeptisch zeigen, sage ich mal. Das ist vielleicht manchmal ein bisschen übertrieben, andere Leute gucken auch dumm, seien Sie trotzdem skeptisch. Es geht um Ihr Geld und es geht um Ihre Wohnung und um Ihr Haus. Geld und Wohnung könnte vielleicht alles noch ersetzen. Aber ich sag mal, aus Erfahrung habe ich bei vielen Frauen gehört, wenn es danach eingebrochen wird, die durchwühlen meine Wohnung, die liegen in meinem Bett, die waren in meiner Wäscheschublade, die haben geguckt, was ich alles im Schrank habe, die fühlen sich danach total unwohl. Weil sie in ihrer eigenen Heimat, in ihrem geschützten, intimen Bereich ausspioniert worden sind. Oder eben, da waren Fremde, das will ich gar nicht haben. Es gibt echt Leute, die ziehen auf Folge eines Einbruchs aus. Ein Tipp für Ihre Nachbarschaft, um das Ganze vielleicht auch leichter zu machen, wenn Sie gute Nachbarn haben und Sie kennen schon lange, vielleicht tauschen Sie die Telefonnummern aus. Untereinander. Vom Nachbar gegenüber und Nachbar nebenan. Wenn Sie ältere Leute am Haus haben oder wenn Sie selbst in einem Alter sind, wo Sie das nicht mehr alles so mitkriegen, und es schellt bei Ihnen an der Tür und irgendeiner will Ihnen was verkaufen oder will Ihnen was schenken oder will Ihren Stromableser. Ja? Natürlich kommt Stromableser zu Ihnen. Die zeigen Ihnen auch einen Ausweis. Aber wenn Sie zum Beispiel den Nachbarn, der nebenan ist,
anrufen und sagen, warten Sie eine Sekunde, ich mache Ihnen gleich auf, aber ich hole Ihnen meinen Nachbarn dazu. Dann nehmen Sie den dazu. Das ist nicht schlimm. Ja? Und schon hilft er Ihnen, dass bei ihm nicht eingebrochen wird, weil der Typ da vor der Tür steht und hat nämlich gleich auf die Nase hauen will und Ihre Sachen haben will. Nehmen Sie den Nachbarn zu, sagen, machen Sie die Tür zu, einen Stromableser oder einen Wasserableser, wird es den Kauf nehmen und sagen, okay, verstehe ich, danke. Wenn der danach ruckzuck weg war, dann haben Sie genau das Richtige gemacht. Dann war das nämlich nicht der Stromableser und der Wasserableser, war das nämlich irgendein anderer. Ja? Sie müssen kritisch sein. Gerade, ich sag mal, wenn Sie anfangen, auf die 80 zuzugehen, auf die 75 und Sie wissen gar nicht mehr, dann wird man vertrauensselig, dann freut man sich nochmal, dass man Kontakt hat. Das ist das Schöne, aber diesen Kontakt sollte bei jemand anders suchen. Nicht bei dem, der einmal bei Ihnen vor der Tür steht und Ihnen irgendwas verkaufen will oder was ablesen will. Ja? Auch da ist wieder grundsätzlich, ich muss einfach skeptisch sein. Ja? Darauf an. Wie bin ich darauf gekommen? Achso, die Pilzköpfe von den Fenstern. Ja. Also das ist eine weitere und im Augenblick sehr interessante Sache ist Ihre Kellerschächte. Sie haben bestimmt alle Kellerschächte und haben Gitter darauf, von Laubgitter. Und man können Sie so hochgehen. Ne? Gehen Sie hoch, wenn der nicht gesichert ist. Wenn Sie gesichert haben, natürlich. Ja? Nehmen Sie hoch, unten haben Sie ein kleines Fenster. Täter sind sehr gelenkig, sind manchmal auch Kinder. Also die sind echt klein, die sind so groß. Die kommen durch das Fenster durch. Na, ich komme da nicht durch, und Sie kommen auch nicht durch, aber die Kleinen, die kommen da durch. Und die machen nämlich vorne, führen auch Täter irgendwo das Fenster auf oder machen die Terrassentür auf und sind drin. Sichern Sie Ihre Kellerschächte wie Ihr Fenster. So speziell alte Leute werden ja gerne mal angerufen. Letztens sind wir sogar noch angerufen worden. Von so einem Teppichkentner, der seinen Laden aufgegeben hat und der gerne besuchen wollte, um uns einen Teppich zu verkaufen. Zum Beispiel, ja. Ein Herr Hassan. Und dann hört man auch immer wieder dieser sogenannte Enkeltrick dann auch, der angewandt wird. Ja. Wir haben dann Ihren Enkel und der hat da mitgebaut. Wir brauchen ganz dringend Geld. Und so haben wir da die Polizei und wer weiß nicht was alles. Und alte Leute fallen gerade auch zu oft auf solche Dinge ein. Wenn wir nicht mit der Nachbarschaft harmonieren, dann kann ich keinen dazu holen. Dann seht ihr der Nachbar nicht, das ist es. Und skeptisch sein, wenn sowas, wie du das gerade vorkommst, immer wieder Anrufe, die über ihn, was weiß ich, was machen. Die neueste Masche ist es, im Augenblick kriegen alle Leute Briefe aus Spanien. Und da haben sie geerbt. Hat jemand schon bekommen? Das ist schon fast 3 Jahre. Ja. Da haben die 7,6 Millionen. Ja. Was haben Sie gemacht? Sind Sie bei uns gewesen? Oder haben Sie weggeschmissen? Nein, ich habe es meinem Bruder gegeben. Ja. Also im Augenblick. Ja. Also im Augenblick sind ganz viele, die kriegen alle Post aus Spanien, aus Cordoba und aus Madrid. Und das ist in einem etwas. Also kein Rechtsanwalt Deutsch, was Sie da kriegen. Sehr bruchstückhaft und man sollte sich da melden. Und so, es geht darum, unten eine Telefonnummer anzurufen. Wir haben das mal jetzt gemacht in der Polizei, gesagt, komm, wir rufen ihn an, haben erstmal geguckt, wo die Vorwahl herkommt. Es war keine spanische Vorwahl, weil der Brief kommt ja aus Spanien. Die Vorwahl war aus Afghanistan. Afghanistan und dann irgendeine ellenlange Nummer hinten dran. Wir haben dann mal geguckt und haben der Telekom diesen Auftrag gegeben. Das ist in Afghanistan eine Walterschaltung, die geht dann weiter irgendwo nach Südamerika. Die zahlen sich dumm und dämlich. Sagen die dumm und dämlich an Kosten. Der Telefonanruf ist das. Ja, ich bin neugierig, ich rufe den Rechtsanwalt mal an. Ich habe doch einen Onkel da in, was weiß ich, irgendwo Spanien sitzen. Vielleicht hat er immer echt da. Wie viel waren denn? 7,3 Millionen oder 7,6 Millionen hinterlassen? Ja, die sind 500, 600 Euro, je nachdem, wie lange sie telefonieren, los, wenn sie da anrufen. Das wird immer geschaltet, nochmal vertröstet. Ja? Das fängt mit 50 Euro an, geht auch weiter und dann haben Sie hier mal Rechnung und sagen, Telekom, habe ich nie angerufen. Doch, haben Sie, wenn Sie mal dran. Genau, wenn jemand natürlich noch Fragen hat, noch Minderjährige, die auch noch Rüdiger ansprechen kann, dann kann ich mal herzlichen Dank, lieber Rüdiger, und im Namen der IGBC Ortsgruppe Gladbeck, ein kleines Weihnachtsgeschenk für die viele Woche. Lieber Rüdiger oder lieber Herr Kümmel, wir wissen, dass Sie in Ihrer Freizeit sind. Der Herr Kümmel ist hier in seiner Freizeit und erzählt uns hier was über Einbruchssicherung. Und damit er sich dann in Ruhe mit seiner Frau mal eine Flasche Wein trinken kann, haben wir gedacht, überreichen wir dir das von der Ortsgruppe Gladbeck. Bitte, vielen Dank nochmal, dass du bei uns warst. Vielen Dank. Ja, bitte.